Frühlingsbeginn im Harrachpark. Helmut Lehner zeigte uns die ersten Frühlingsboten. Die Geschichte ist so, dass das auf einen barocken Garten zurückgeht. Ab 1707 wurde das Schloss, das eine ehemalige Wasserburg ist, barockisiert und umgebaut von Lukas von Hildebrandt. Was gibt es denn heute alles zu entdecken bei dieser Führung? Ja, wir werden einige der Frühlingsblüher sehen, also die sich jetzt schon entwickelt haben. Es ist heuer sehr spät in der Entwicklung, also das ist eigentlich schade, aber ja, also die ersten Blüten werden wir erkennen. Ein paar von den kleinen Pflanzen werden wir vorstellen und den Leuten präsentieren. Die Verwechslungsmöglichkeiten meiner Meinung nach muss man da wirklich sehr, sehr schlecht schauen, dass man es verwechseln kann, sind die Herbstzeitlose und das Maiglöckerl. Es gibt aber jedes Jahr immer wieder Verwechslungsfälle und beides sind Pflanzen, die durchaus zu tödlichen Vergiftungen führen können. Also, wie gesagt, der Bärlauch ist meistens deutlich früher als das Maiglöckerl auf jeden Fall und auch die Herbstzeitlose ist meistens später und sie kommen ganz selten am gleichen Standort vor. Es hat der Winter sehr lang gedauert. Wie schaut es denn aus? Kann man überhaupt schon etwas entdecken? Ja, also man kann zu jeder Jahreszeit was entdecken, also eigentlich auch im Winter. Die Vorbilder für die Landschaftsgärten waren Heidelandschaften, Weidelandschaften und man hat sich auf die Antike zurückbesonnen, also so im weitesten Sinn arkadische antike Landschaften waren so das Vorbild, das man da erzielen wollte. Warum gibt es diese Führungen und vor allem seit wann? Die Führungen gibt es seit über 10 Jahren, werden veranstaltet von der Gemeinde. Wir hatten hier einige Projekte, wo wir über die Projekte informieren wollten in erster Linie, aber dann auch den Park, der Bevölkerung und eben auch regional Interessierten näher vorstellen wollten. Wie groß ist denn dieser Park? Der Park ist 60 Hektar im derzeitigen Ausmaß auf niederösterreichischem Gebiet. Ist der frei zugänglich oder muss man Eintritt bezahlen, wenn man hier hereinkommen möchte? Er ist frei zugänglich das ganze Jahr und eigentlich rund um die Uhr. Was ist das Besondere an diesem Park? Der Park ist sehr groß, hat einen extremen Wasserreichtum hier und die Ziergehölze, die hier zu finden sind, in diesem Alter gibt es kaum irgendwo anders.